Auch bei uns hat es heute eine politische Debatte im Fernsehen gegeben. Keine Premiere und nicht historisch, aber durchaus spannend war die letzte der drei ORF1-Studiodiskussionssendungen Wahl 10, meine Frage. Bundespräsident Heinz Fischer, er tritt zur Wiederwahl an, war der Studiogast. Die Schüler und Schülerinnen aus Völkermarkt und Mödling haben nichts ausgelassen. Es ging um plakatierte Werte, Nordkorea, Sieg Heilsager im Parlament und Latein. Nach der Sendung. Heinz Fischer ist Telefonjoker bei der Lateinprüfung eines Schülers. Nemo judex in causa sua. Das ist, niemand kann in eigener Sache Richter sein. Und deswegen lassen wir andere richten, nämlich die, die die Fragen gestellt haben. Es wurden alle Fragen gut beantwortet, es wurden sehr interessante Fragen gestellt. Also ich habe einen sehr positiven Gesamtantrag. Der hat teilweise nicht konkret geantwortet und das hat mich teilweise schon gestört. Ja, ich glaube, er hat sich gerade speziell bei meiner Frage auch eben wegen der FPÖ ein bisschen vor der Antwort direkt gedrückt. Im Fall einer FPÖ-Mehrheit bei Nationalratswahlen, würden Sie guten Gewissens den Herrn Strache, weil er jetzt Parteiobmann ist, mit der Regierungsbildung beauftragen? Es ist unprofessionell, sich die Schwierigkeit einer Entscheidung noch schwerer zu machen, indem man Festlegungen trifft zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht alle Komponenten beurteilt hat. Die spannendste Antwort. Also mir hat eigentlich die Antwort mit dem Nordkorea-Problem ein bisschen gefallen. Dabei geht es um Fischers frühere Mitgliedschaft in den Freundschaftsgesellschaften für China und Nordkorea. Das sind totalitäre Diktaturen. Dort gibt es diese ganzen Werte nicht. Wie können Sie das mit Ihren Werten vereinbaren? Bei mir versuchen manche, das als eine Sünde gegen die Demokratie zu bezeichnen. Das ist absurd und lächerlich. Liegt übrigens 30 Jahre zurück. Da waren sie alle noch nicht auf der Welt. In Facebook taucht die Frage nach Fischers Sieg-Heil-Ruf im Parlament vor gut 20 Jahren auf. Sie machen auch gar kein Geheimnis daraus. Was ist da wirklich passiert? Das war ein Spiegel für die unglaubliche Diktion mancher Abgeordneter. Und sie haben es auch verstanden. Ich finde, die Frage mit Zentralmatura war zwar kurz beantwortet, aber eher unbefriedigend. Mich interessiert Ihre Meinung zur Zentralmatura. Ich finde, es ist vernünftig begründet. Schlusspunkt. Jetzt breitet sich gelöste Stimmung aus. Jetzt machen wir noch einen Applaus für dich.